Level 2. Unsicher, ungesichert, wenig Entitäten. Überlebensschwierigkeit Klasse 2. Beschreibung. Level 2 besteht hauptsächlich aus dunkelgrauen Wartungstunneln aus Beton, die sich über Millionen von Kilometern erstrecken. Die Wände sind mit Rohren und gelegentlichen Lüftungskanälen ausgekleidet, die oft eine dicke, zähflüssige, schwarze Flüssigkeit enthalten. Türen sind manchmal zu finden, aber die sind meistens verschlossen oder führen in Sackgassen. Diese Räume beherbergen normalerweise Regale mit zufällig zusammengestellten Gegenständen, gelegentlich Computer. Im bestimmten Teil der Flure auf Level 2 kann Hitze unerträglich werden und 34 Grad Celsius oder mehr erreichen. Dies ist normalerweise im Bereich der Fall, in denen die Maschinen am lautesten sind, typischerweise an den Enden von Fluren. Die auf dem Level gefundenen Entitäten gehören zu den gefährlichsten in den Backrooms. Aus den Lüftungsschlitzen sind Geräusche zu hören, die von Crawlern verursacht werden. Sie finden Mark auch in Mitarbeitertoiletten auf Level 2. Andere Wesen hier sind Smilers, Child-Facelings, Clumps, Hounds, Males, Male-Deathmoths, Wretches, Plague-Goblins, Bursters und Skin-Stealers. Das Einzige, was sie wissen müssen und wissen können, ist weglaufen. Sobald sie eine sehen, die im übrigen Bild gezeigte Identität wird nicht identifiziert und das Schicksal des ursprünglichen Fotografen ist unbekannt. Basen, Außenposten. Die Überlebenden. Eine Gruppe von etwa 29 Personen erkundet den Level. Ihr Anführer heißt Austin und sie sind freundlich und offen für Handel. Sie bewahren ihre Vorräte in Holzkisten auf, die sie in Level 1 gefunden haben. Sie waren die Ersten, die den Wretch entdeckten. Diese Gruppe hat oft Konflikt mit den Außenposten der Followers of Jerry. Büroraum ELA3. Büroraum ELA3 ist ein Büroraum in Level 2, in dem rund 30 Mitglieder des BNTG verweilen. Weitere Informationen finden Sie unter Bürofläche EL3A. Ein- und Ausgänge. Eingänge. Level 2 ist eine der wenigen Ebenen der Backrooms, auf die direkt auf der normalen Realität zugegriffen werden kann. Sie stoßen auf Level 2, indem Sie auf Level 1 lange genug erkunden. Es kann auch von The Hub was aufgerufen werden. Ausgänge. Entgegen der landläufigen Meinung sind nicht alle Türen auf Ebene 2 verschlossen oder führen in Sackgassen. Einige führen zu Level 3, Level 4 und gelegentlich zurück zu Level 1. Wenn Sie eine unverschlossene, mehrfarbige Tür mit komischen Proportionen sehen, gelangen Sie zu Level 283. Wenn Sie in Level 2 nicht in einem extrem heißen Bereich einklippen, können Sie auch auf Stufe 2.1 gelangen.